Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AdiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, wir befinden uns immer noch in Schloss Barona und diese völlig verängstigte Frau hier hat wahrscheinlich Angst vor meiner Finsteraura. Ja, und ja, rechts von dieser Frau sieht man noch eine Truhe. Die habe ich wirklich hier. Das sind nur Tränke des Lebens, sondern die habe ich wirklich verpasst. Und ja, wir sind hier noch. Okay. Wir sind hier, sage ich jetzt mal, naja, zeige ich euch mal lieber. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht in irgendeinen Kampf gerate, weil ich möchte jetzt einfach lieber weiter. Links davon ist wieder hier der Eingang, sage ich mal. Und den habe ich wohl verpasst. Tut mir leid. Aber, oh Gott, das war knapp. Lass mich hier durch, lass mich hier durch. So, wir haben schon gesehen, da wartete jemand auf uns. Oh Gott, nix da. Entkommt, entkommt, like beaches. Was? So. Und meine Finsteraura scheint jetzt weg zu sein, ne? Vom Flüchten. Macht das Sinn? Ja. Okay. Die Kämpfe sind immer noch packend. Ich habe ein paar Titel auf Level 4 gebracht. Eine ganze Statistik, Steigerungen. Und ja, ich hoffe, wir gewinnen den Kampf jetzt. Speichere trotzdem noch mal hier. Hier meine ich. Und ja, wenn ich so, okay, es ist jetzt wohl kein Spoiler, dass ein Bosskampf auf uns zukommt. Aber ich hoffe, der Bosskampf ist jetzt nicht so verdammt schwierig wie der letzte. Und ich werde mal Espel hier reinpacken. Und ja. Wollte ich das nochmal? Also ja. Schau wieder, du hast ein paar AP von, habe ich gesehen. So. Und du auch, Sophie. Geht doch nicht. Okay, dann. Da komm her! Frau, die wir kennen. Major Victoria, what are you doing here? I'm not here on Academy business. Surely you realize that. You're Cedric's guard. Gold star for you, young man. But you need to leave here. No! I see. Then you leave me no choice. Na gut, komm her. 32.000 HP, ist klar. Und du bist Level 36. Oh Gott. Das wird happig. Ja, vielleicht schaffen wir sie ja. Das sieht gut aus. Sagt die Stratosphäre? Stratas wir, also wie Strata. Der läuft gut. Glaube ich. Ah. Okay, ich glaube, ich bleib hier mit E-Arzt an, weil. Was habe ich überhaupt nochmal? Ich bin vollkommen draußen mit Espel. Phantomblitz, okay. Bringst das? Richard, passt ein bisschen besser auf. Oh Gott, weg hier. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Okay, gut. Wieso gegen irgendwas? Du bist gegen Frieren anfällig. Hallo, sag mir halt doch. Mein Gott, warum muss denn der Kampf so heftig sein? Nein, Sherry. Ganz lebensüber. Hey! Was soll das auf mich? Boah, hat sie schon wieder Sherry kalt gemacht. Aua. Weg von Sophie. Glaub ich. Sehe nicht richtig. Boah. Ja, das wird nicht gut ausgehen. Ich muss gleich schon wieder zum Turtle zurückgehen, ne? Ach, das war dieser Angriff. Boah, wie viel das abgezogen hat. Oh Gott, Hilfe. Aha, oh mein Gott, Sherry, ja, ernsthaft. Ja, ich kann gleich noch mal zum Turtle zurück. Ja.
Mein Gott, hier bin ich. Nein, geh auf mich los, Mann. Ich will dich. Oha. Jetzt geht's auf mich los. Ich halte nicht aus. Jetzt, wo ich schutzlos war. Boah, wie lange hat es jetzt gedauert, bis ich irgendwas machen konnte? Ernsthaft. Wie wenig hat aber auch abzieht, ey. Also wenigstens so tun, als würde ich dich angreifen, ganz ehrlich. Aua. Komm schon. Was? Ach, sie ist gegen gar nichts, ja, anfällig. Mal war jetzt ein Gegner immer so gegen E1 oder A1 anfällig, aber diesmal nicht. Das war ja so klar. Aber sie ist gefroren. Nicht mehr. Da war aber kurz. Fällt gerade auf, unsere Elf-Anzeige könnte auch mal langsam hier auf den Dings kommen. Auf den höchsten Bereich. Nein, nicht auf Sherry, Mann. Frau. Aber wir kriegen das schon. Wie schwierig die Gegner auf den Schwierigkeitsgrad sind. Ey. Ich kann mich gar nicht erinnern. Habe ich schon mal das Spiel auf den Schwierigkeitsgrad gespielt? So, aber dich haben wir gleich. Zack. Steppy Zurück. So. Ja, das ist voll gemacht, geil. War jetzt nicht sarkastisch gemeint, obwohl ich irgendwie so klang, glaube ich. Aua. Wie die aber nur auf unsere Heiler losgeht, die ignoriert mich hier vollkommen. Oh fuck. Nein, au, 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 au. Oh. Wirf den Meteoriten auf uns. Wer bist du, Madara Uchiha oder was? Leg es nicht drauf an, Lady. Fräulein, meine ich. Jawohl. Wow, wie viel wir bekommen haben. Hui. Ritterschreck, Elfenkreismeisterin und Fürsterlichkeitsliebe. Geil. Ah, das hat doch nicht so lange gedauert. Du bist stark geworden. Ja, bin ich. Was sagst du dazu? Nächsten Dingen. Ich hoffe, wir schaffen den nächsten Kampf jetzt auch noch, weil ich habe schon gespoilert. Ah! Aber ist aber klar, noch nicht war es war. Ja, machen wir das einfach. Und keine Ahnung. Ah, den hier kommen. Und weiß nicht. Den hier. Alles, was so auf Level 1 noch ist. Feenkreis, cool. Unwetter, cool. Werkzeug drunter. Okay, was haben wir hier? Hey! Oh, verarscht gar nicht mich auch. Okay. Das ist recht praktisch gerade. So. Haben wir jetzt überhaupt gesehen? Ich habe zwei neue Rezepte reingepackt. Aber naja, hat sich glaube ich nicht so gelohnt. Lauf ich bitte mal hier durch. Gibt es hier irgendwas zu holen? Nein? Okay. Dann lass mich raus. Lass mich die anderen Räume hier untersuchen. Hi. Eure Majestät, meine Güte, ich hätte nie gedacht, dass euch einmal einen Ort wie diesen hier sehen würde. Ich habe ein paar Soldaten mit sich, aber es treiben sich immer noch welche von ihnen rum. Was? Der Koch kann einige Soldaten besiegen? Ist klar. Der super mega ultra Koch, ne? Ah. Und die Köche stärker sind als die Soldaten. Wo kommen wir denn da hin? Hi.
Boah, ich war gerade am Turtles Shop. Ihr könnt euch doch schon denken, dass ich mir da vielleicht das Ding in Ruhe. Vor allem, weil ich die Schatzsuche natürlich nicht schon gerochen habe, ne? Hm? Mann, Mann, Mann. Hey. La la la, hum di dum di dum. Putzen macht so viel Spaß. Okay. Ist nur nebenbei hier so, dass ein paar Soldaten hier das Schloss eingenommen haben und so. Und ja, aber schrub du ruhig weiter. So. Nieder mit den Usurpator. Was? My uncle may be a coward who poisoned his own family, but he still has skill with a blade. Are we all ready for this? As ready as they come. Yes, may the wind guide our blades. And you? Of course. Let's head onward and finish this quickly. His transformation at Wallbridge surprised me, but everything's fine now. He's back to normal again. Hey. Oh, sorry. It's nothing. Let's just keep going. Just know that I'll do whatever is in my power to make sure we meet your goal. Thanks, Asbel. So, und das ist mein Kommando, hier zu speichern. Und auch wenn dieser Part jetzt 11 Minuten geht. Und lokale Persönlichkeit, okay. Warum auch nicht? Und ja. Du musst hier mal alle wieder aktivieren. Ein Zeichen, dass du mit etlichen Leuten geredet hast. Gutes Benehmen zahlt sich aus. Ach, skizzmäßig. Okay. Weiß nicht. Trainieren ist jetzt auch nicht so angebracht, finde ich. Was haben wir denn hier? Komm, machen wir noch 1-2 Kämpfe. Pff, einfach so. Aber es können. Bei 10 Minuten soll der Part auch nicht lang sein. Oder? Oh, ich, ja, es wird jetzt wieder. Nicht Richard. Ich muss jetzt spammen. Sieht mal, wie einfacher die Kämpfe auf einmal sind. Wie viel SK er hat. Ach, was soll's. Ich beende den Part einfach hier. Haben wir einen netten Postkampf hier drin gehabt und ja, das ist auch was. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Thronsaal. Dann gehen wir zum Thronsaal im nächsten Part. Ne? Klingt das gut? Ja. Dann würde ich sagen, ich beende hier den Part und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Bye, bye.